Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine Rezension und zwar zu dem Buch Things We Never Said von Samantha Young. Ich habe dieses Buch vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen, also vielen lieben Dank an dieser Stelle dafür. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der Rezension an. Ja, ich muss sagen, ich habe dieses Buch lesen wollen aufgrund des Klappentextes. Als allererstes soll dazu gesagt sein, dass das der dritte Band einer Reihe ist, was ich vorher nicht wusste. Das war schon mal so Punkt 1, wo, das heißt, wo ich genervt war, aber ich fand das halt richtig doof, weil, ja, ich blende euch hier mal Band 1 und Band 2 ein und dann Band 3. Mir wurde halt gesagt, dadurch, dass sich der Verlag gewechselt hat, ist dieser Stil vom Cover halt komplett anderer, weswegen ich auch nicht wusste, dass das Band 3 ist. Ja, auf jeden Fall, ich habe die Geschichte lesen wollen aufgrund des Klappentextes und ja, der Klappentext verspricht, ich lese euch den Klappentext vor. Dahlia erkennt sich selbst nicht wieder. Bei keinem hat sie je so empfunden wie bei Michael. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Dabei ist er tabu für sie, denn sie ist in einer festen Beziehung. Als sie ihren Freund am Abend sieht, durchzuckt es sie wie ein Blitz. Er stellt ihr seinen besten Kumpel vor. Ausgerechnet Michael. Dahlia kommt mit diesem überein, ihre tiefen Gefühle zu ignorieren, um niemandem weh zu tun. Das Einzige, was ihnen bleibt, sind verborgene Blicke, in denen sie die Sehnsucht des anderen lesen. Kleine Berührungen, von denen sie sich wünschen, es könnte mehr daraus werden. Es bricht Dahlia das Herz, mitzuerleben, wie Michael andere Frauen kennenlernt. Aber nach einer schmerzhaften Ewigkeit bricht sich das Verlangen Bahn mit fatalen Konsequenzen. Das ist der Klappentext. Und ja, ich habe mir halt hier so eine richtig sehnsuchtsvolle Geschichte erhofft, wie halt der Klappentext für mich wiedergibt. Und ja, also ich kann euch schon mal vorab sagen, für mich hat der Klappentext so gut wie gar nichts mit der Geschichte zu tun. Denn das, was sich hier auf dem Klappentext abspielt, das ist eigentlich nur die Vergangenheit von den beiden. Und das Buch spielt schon ein paar Jahre später. Was für mich schon so war, also ich fand, das hat mir gar nicht gefallen. Dann kommt natürlich hinzu, dass das der dritte Band einer Reihe ist. Es gibt so ein paar Informationen, die, ja, die haben jetzt die Geschichte nicht ausgemacht, aber die man halt in den anderen Bänden erlesen hat, was man dann hier nur noch, was hier nur noch kurz angeschnitten wird. Und ja, das wird halt hier nicht mehr richtig erläutert. Und dadurch habe ich, das war mir dann immer so kurz, dass ich mir so gedacht habe, warum ist das nur so kurz angeschnitten oder warum deuten die das überhaupt an? Als ich das Buch gelesen habe, wusste ich tatsächlich noch nicht, dass es der dritte Band ist. Das habe ich erst so, ich glaube, ab der Mitte herausgefunden. Auf jeden Fall hat es mich schon sehr, sehr gestört, dass ja, der Klappentext leider gar nichts mit der Geschichte zu tun hat, weil das, was sich im Klappentext abspielt, erstens die Vergangenheit der beiden ist, die zwar zwischendurch mal so ein bisschen aufgerollt wird, aber nicht viel, ein paar Seiten vielleicht und auch nicht so zu 100%, wie es halt im Klappentext steht. Das fand ich sehr, sehr schade. Ja, bis dann auch Dahlia mal so richtig auf Michael trifft, hat für mich auch ziemlich lange gedauert. Und dann sprechen die beiden nicht miteinander. Im Gegenteil, er ist sauer auf sie. Und ja, sie ist aus irgendwelchen Gründen auch nicht gut zu sprechen auf ihn. Und er macht sie dann fertig und dann trennen denen sich ihre Wege wieder. Ich hatte auch das Gefühl, dass es mehr so um die Familiengeschichte ging, weil in Dahlias Geschichte ist halt auch einiges passiert und das wird halt hier in dem Buch auch aufgerollt und dann kommt es zu Gesprächen mit der Familie und alles und das finde ich auch schön und gut. Das hat mir eigentlich an sich echt gut gefallen. Und ich fand es halt schade, dass dadurch die Geschichte von ihr und Michael so in den Hintergrund gerückt wurde und das hat mich wirklich, was heißt genervt, aber ich fand das super, super doof und total schade und genau, also ja, was war noch? Genau. Ja, wie gesagt, hier wird in dem Buch wird manchmal so die Vergangenheit von denen aufgerollt, so in Form von Erinnerungsfetzen. Also es ist jetzt nicht so, dass da, keine Ahnung, die Kapitel 10 Jahre zuvor
Gegenwart 10 Jahre zuvor, Gegenwart, so ist das nicht. Das ist nämlich, wir sind in der Gegenwart und dann erinnert sich die Protagonistin zum Beispiel an diesen einen Moment und dann liest man halt diesen Moment aus der Vergangenheit. Das mochte ich echt gerne und ich mochte diese Vergangenheit von den beiden an sich wirklich total gerne. Aber ja, in der Gegenwart finde ich, ich weiß nicht, ich habe die beiden noch nicht gespürt irgendwie so. Die Feelings kamen einfach nicht hoch, die beiden da angeblich füreinander haben, die sind bei mir leider gar nicht angekommen. Und ich finde das halt immer so schwer, weil wenn bei mir die Gefühle nicht ankommen, dann spüre ich es halt gar nicht. Das ist so, so schade und das hört sich auch immer so richtig doof an. Ich habe auch letztens irgendwann mal den Kommentar gelesen, ja, du musst das ja nicht spüren, was die spüren. Aber ich denke mir immer so, ja, irgendwie schon. So, kennt ihr das, wenn euch so ein Buch so richtig berührt, dann seid ihr so in der Geschichte drin und ihr könnt das so richtig spüren und ihr fiebert so richtig mit den Charakteren mit. Ja, und wenn diese Gefühle einfach nicht bei mir ankommen, dann, ja, hat gesagt, ist es mir auch egal, was mit den beiden dann passiert. So, ne? Ja. Dann gibt es natürlich so ein paar Schuldgefühle, die unsere Protagonistin mit sich rumträgt, die ich, ja, verstehen konnte. Aber ich fand sie ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht warum. Ich fand das echt schlimm, was da passiert ist. Und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass man dann so richtige Schuldgefühle dadurch hat und dass es einen wirklich, wirklich auffrisst. Das konnte ich wirklich, wirklich gut nachempfinden. Aber mir wurde es irgendwann zu viel, weil sie wirklich alles, was in ihrem Leben passiert ist oder was eben nicht passiert ist, sie darauf gemünzt hat. Und ja, ihr merkt schon, ich hatte es mit diesem Buch nicht leicht und ich fand das so, so schade. Das ist tatsächlich mein allererstes Flop-Buch von Samantha Young. Bisher habe ich alle Bücher von ihr geliebt, aber ja, für mich halt, ja, wie gesagt, es fing halt damit an, dass der Klappentext nicht wirklich was mit der Geschichte zu tun hat, sage ich euch von vornherein. Ich war so enttäuscht, weil ich habe so eine Geschichte voller Sehnsucht erwartet und Anschmachten und ja, sowas halt. Aber das war halt gar nicht so. Und ja, dann war es ein zweiter Band. Okay, das war meine eigene Blödheit. Ich hätte mich auch informieren können, aber ja. Ich meine, steht ja noch nicht mal drauf. Manchmal steht da ja auch drauf, keine Ahnung, Band 3 der, was weiß ich denn, After-Reihe zum Beispiel oder sowas. So, ich weiß ja nicht, wie die Reihe heißt, keine Ahnung. Ne, aber stand halt auch nicht drauf. Okay. Ja, und halt, wie gesagt, ich bin wirklich mit der Geschichte nicht parat gekommen. Ich denke, trotz dessen, dass der Klappentext nicht wirklich gepasst hat, hätte ich ja trotzdem mit der Geschichte klarkommen können. Bin ich aber nicht. Leider, es tut mir so leid, aber nein. Das Buch war leider, 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 leider nichts für mich. Aber ich kann dazu sagen, ich habe von ganz, ganz vielen Leuten gelesen, dass es ihnen unglaublich gut gefallen hat und dass sie es total gefeiert haben und dass sie es genauso lieben wie alle anderen Samantha Young Bücher. Also ja, probiert es doch einfach mal. Ich möchte euch jetzt nicht unbedingt abraten, das Buch zu lesen, weil wie gesagt, das ist natürlich immer mein persönlicher Geschmack. Vielleicht gefällt es ja, euch besser. Das kann sehr sein. Das kann sehr sein. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, wenn ihr dieses Buch gelesen habt, ob es euch gefallen hat. Genau, schreibt mir das doch mal gerne. Ich habe mich schon mit ein paar Leuten ausgetauscht, denen es gefallen hat und die haben mir auch gesagt, was ihnen daran gefallen hat. Und das konnte ich wirklich, wirklich gut nachvollziehen. Ich liebe, liebe, liebe immer den Austausch. Vor allem, wenn man unterschiedliche Meinungen hat, ist es meistens noch spannender. Also wie gesagt, schreibt mal gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!